Ich chille unten am See mit meinen Homies und einem Kasten Bier. Es ist eine geile Zeit und ich halte sie fest auf Papier, denn sie sollte niemals vergehen, wäre für immer gerne 17. So, hi Freunde, wir sind wieder dabei mit einem weiteren Review heute Abend. Wir testen heute einen weiteren Shot, den uns der gute Nico zugesendet hat. Und zwar gibt es heute in aller Jami Minze. Zum Setup, wir rauchen mit der NPS, haben den Vortex oben drauf mit zwei Bricos, der komplette Shot ist drin, das heißt es sind so etwa 8 Gramm. Die zwei Schläuche, einmal den Kaya Glasschlauch und dann noch den Nagel im Special. Ja, also erstmal zum Geschmack. Ja, eben Minztabak, also er schmeckt extrem intensiv nach Minze. Und bis jetzt, muss ich sagen, steigt überraschenderweise auch noch nicht in den Kopf, wie es sonst eigentlich üblich ist beim Minztabak, zumindest bei mir. Und er ist sehr, sehr frisch beim Ausatmen und schmeckt eigentlich, wie wir haben gesagt, schmeckt wie dieses Bärenkaugummis. Aber ohne den Kaugummi-Effekt, sondern eben diese reine Minze. Ja, der Alajami ist ausländischer, kommt aus der Türkei, so hat er es mir mitgeteilt und seine Aussage war, so ein geiler Minztabak, als ob der Hals gefriert. Kann ich bloß unterstützen, wenn man den einzieht, ist so richtig, der Hals wird total kalt und ist ein geiler Effekt. Einfach diesen frischen Sperm- und Minze-Geschmack, den Kaugummi überhaupt nichts davon. Das ist eine geile Minze, muss ich sagen. Und mir persönlich schmeckt der echt gut, ich gebe den 10 von 10 Punkten. Ja, also für Minztabak 10 von 10, ja, also ich würde ihm 9,5 von 10 Punkten geben. Und kann es mir ziemlich gut so im Sommer vorstellen, weil er eben diesen extrem kühlenden Effekt hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn sehr gut mit ziemlich vielen Sorten mischen kann, mit irgendwelchen Früchten oder was, um einfach diese Minze noch in den Rahmen zu bekommen. Zum Rauch, ich hätte dem Ganzen jetzt 8,5 Punkte gegeben. Oder 8 nicht, ich glaube, ich gebe mir 8. Wir hatten gestern den... Was haben wir da getestet? Den Arabica, Lemon Mint. Und der hat nur ein bisschen Stärke geraucht, also 8 Punkte. Ja, 8 Punkte sind okay. Also er raucht gut, aber kommt eben nicht an Five Pipes zum Beispiel ran. Genau. So, ja, das wär's soweit zu dem Review. Nico, nochmal danke an dich für den Shot. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns zum nächsten Review. Bis dann. Ciao.